weiß doch gar nichts von Golf. Und noch nur ein gefährlicher Pirat. Uiuiui, was denn? Seid ihr auch... Naja, also wir wollen's mal nicht überstrapazieren, Jungchen. Wie soll denn so einer ein Schiff... Beute sind wir, Gold und Schätze holen wir. Es muss ja keiner wissen, dass wir nur Plünderer sind und keine Piraten, oder, meine Liebe? Sag ich doch. Unsere Flotte setzt sich in Marsch und tritt den anderen Schiffen in den... Jetzt habe ich den Text vergessen. Hoffen wir, dass er sicher am Schiff ankommt. An Deck. Wir legen ab. Wenn es euch doch an... Ja, habt ihr es also doch geschafft, hä? Und die beiden Kleinen hier kommen
Landrattenpack. So, meine Lieben, das ist also Advent. Rechte Hand geht's in die alte Hauptstadt, linke Hand irgendwo. Ich will keinen Ja, bitte?
Schau dir das nun mal an. Alles zerstört. Wie viele Menschen hier einmal gelebt haben müssen. Und nun ist hier niemand mehr. Im ganzen Land nicht. Stell dir vor, sowas würde in Nerim auch passieren. Nicht auszudenken. Unglaublich. Dieser Turm muss früher bis in den Himmel geragt haben. Er muss so mächtig und erhaben gewesen sein. Aber alle Macht hatte ihn nicht vor dem Einsturz bewahren können. Hier muss irgendwo ein Eingang sein. Da finden wir die Silberplatte. Ich glaube, es ist besser, wenn wir so schnell wie möglich wieder beim Schiff sind. Dieser Ort ist so einschüchternd. Willkommen, willkommen in meinem Reich, Schattengeborene. Wer war das? Hallo? Wer ist da? Nur keine Panik. Lasst eure Waffen stecken. Ich habe nicht vor, euch etwas anzutun. Natürlich fragt ihr euch, wer ich bin. Genannt werde ich der gefallene Erzseraph, der ehemalige Kriegsmarschall derer, die ihr Menschen als Götter bezeichnet. Und der nun von eben jenen verachtet wird, obwohl er so viel für sie getan, so viel für sie geopfert hat. Ich bin Arkt. Oh, und hier den Trick. Arkt und Arktrend, da gibt es in der Tat einen Zusammenhang. Denn dies ist mein Reich, und ihr seid gerade ins Allerheiligste eingedrungen. Ich weiß nicht, welches Ziel ihr verfolgt, wenngleich ich bereits eine Vermutung habe. Und ich habe eigentlich auch nicht vor, euch aufzuhalten. Nur ein Wort der Warnung. Wagt nicht zu viel auf einmal. Wenn ihr das vorhabt, was ich glaube, wenn ihr die Silberplatte der Lichtgeborenen sucht und sie benutzt, dann könntet ihr euch mächtige Feinde machen. Aber schreitet fort. Ich denke, euer Handeln kann am Ende Gerechtigkeit in der Welt bewirken. Auch wenn ihr das in diesem Moment selbst noch nicht seht. Ich glaube an euch. Schreitet fort. Schau doch! Das muss die Silberplatte sein. Nur ein Wort der Warnung. Wagt nicht zu viel auf einmal. Wenn ihr das vorhabt, was ich glaube, wenn ihr die Silberplatte der Lichtgeborenen sucht und sie benutzt, dann könntet ihr euch mächtige Feinde machen. Aber schreitet fort. Ich denke, euer Handeln kann am Ende Gerechtigkeit in der Welt bewirken. Auch wenn ihr das in diesem Moment selbst noch nicht seht. Ich glaube an euch. Schreitet fort. Schau doch! Ich kenne euch nicht und ich weiß nicht, wie ihr das hier tut.
Aber in eurem Kommen höre ich die Schritte des Schicksals. Abgesehen von meinen Wächtern seid ihr das erste menschliche Wesen, das ich seit über 1000 Jahren zu sehen bekomme. Nicht? Was ist mit ihm passiert? Wie bitte? Er hat den Krieg beendet und sich feige nach Nerim zurückgezogen, damit er dort seinen eitlen Herrscherdurst stillen kann? Dieser törichte Narr. Er hat mir die Treue geschworen. Ich habe ihm befohlen, den Kampf gegen die Götter weiterzuführen. Was muss nur alles geschehen sein in den Jahrhunderten meiner Gefangenschaft? Verblichen sind die vergangenen Zeiten, als Menschen und Aterne noch zusammen... Baratheon, dieser Narr, hat beide Seiten verraten. Gut, ich habe ihn wohl unterschätzt. Ein Fehler, den ich nicht noch einmal zu begehen beabsichtige. Nun allerdings wird er erst einmal alarmiert sein. Wir sind durch einen Schwur miteinander verbunden und er wird bemerken, dass jemand Kontakt zu mir aufgenommen hat. Gut. Und deshalb seid ihr wohl hier. Leider weiß ich dies nicht im Geringsten. Ich vermute unter einem See oder unter dem Meer, denn es ist sehr feucht hier unten. Aber das wird euch wohl kaum weiterhelfen. Diese Götter haben eine magische Barriere um meine Zelle errichtet, die verhindert, dass hier drinnen Magie gewirkt wird. Eine Vorsichtsmaßnahme, und leider funktioniert sie. Die Barriere wird von einigen Seraphim aufrechterhalten. Wenn Merzul mich hier rausholen will, müssen diese Seraphim sterben, damit der Schutzzauber durchbrochen wird und ich meine Kräfte wieder gebrauchen kann. Und wer ist das? Arkt, bist du das? Ja, Arantial, ich bin es in der Tat. Ich war neugierig, wen diese beiden hier mit der Silberplatte wohl herbeirufen würden. Und als ich sah, dass du es warst, konnte ich mich leider nicht mehr zurückhalten. Oh, Arkt, wie unverhofft, dich hier wiederzusehen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es ein kleines Unglück in deinem Land gab, gegen das du nichts unternehmen konntest. Nicht einmal dein ach so großes Heer konnte dir helfen, was? Immer noch enttäuscht, dass dein Putschversuch gegen die Götter ausgerechnet an meinen Soldaten gescheitert ist? 1000 Jahre gefangen und immer noch voller Zorn. Der Zorn ist es, der mich hier unten am Leben erhält. Und ich werde hier herauskommen, Arkt, damit du ihn spüren kannst. Du hast mir damals alles genommen, was mir lieb und teuer war. Glaube ja nicht, dass ich das vergessen habe. Ach, du meinst das Mädchen? Diese unflätige Geschichte mit Selara, diesem naiven und einfältigen Ding. Sie war also alles, was dir je lieb und teuer war? Traurig für dich. Aber ich muss dich korrigieren. Ich habe sie dir nicht genommen. Das hast du ganz allein geschafft. Du abartiger Sohn einer Hure! Ich habe Selara geliebt und sie mich, bis du ihr diesen Unsinn eingeredet hast. Du hast sie gegen mich aufgehetzt. Das siehst du falsch. Ein Glanzstück an Hinterhältigkeit würde ich es du nennen. Du hättest Dinge haben können, von denen andere Sterbliche nur träumen können. Aber du wolltest mehr, immer nur mehr. Deshalb hat Selara dich verlassen. Und du, einfältiger Narr, denkst natürlich, alles Übel der Welt laste auf deinen bemitleidenswerten Schultern. Mir hast du sie auch genommen. Womit rechtfertigst du das? Womit rechtfertigst du, sie getötet zu haben? Du bist ganz allein daran schuld, was aus uns geworden ist. Ich, der verbannte Seraph, und du, der gebrochene Streiter für die Herrschaft der Menschen. Nur ein Idiot deines Ausmaßes würde mich als gebrochen bezeichnen. In mir schlummert Kraft und in mir schlummert Zorn und ich garantiere dir, dass ich beides nutzen werde. Genug jetzt. Berichtet Merzul, ich bin irgendwo unter der Erde gefangen und um mich zu befreien, müssen die Seraphim hier unten getötet werden. Das ist der einzige Weg. Ich werde die Verbindung nun abbrechen, damit mich diese widerliche Natter nicht vollends zur Weißglut treibt. Ich hoffe, ihr werdet Erfolg haben. Nun bin ich also doch noch in Erscheinung getreten. Und ich will die Gelegenheit nutzen, um euch noch einmal zu warnen. Wenn er freikommt und seinen Feldzug gegen die Götter weiterführt, gut, es soll mir recht sein. Schließlich haben mich die Lichtgeborenen, also die Arantial ist mächtig. Und er könnte es schaffen, die Götter zu besiegen. Aber hütet euch vor ihm. Er hat nichts zu verlieren und er wird alles daran setzen, zu gewinnen. Und nun verschwindet aus meinem Land.
Ich habe das Gefühl, dass ihr anderswo dringender gebraucht werdet als hier. Jede Unterstützung brauchen. Die Soldaten des Kanzlers haben das Sanktum angegriffen. Wir sind gerade eben erst von einer Mission zurückgekehrt und so wie es aussieht, stürmt da die halbe Armee auf uns ein. Wir gehen nach unserem Plan.